Dieses Video wurde möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung von Big Panda V. Hallo und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Heute spiele ich eine Runde Cthulhu Death May Die von Cool Mini or Not. Meine Gedanken zum Spiel gibt's wie immer hinterher, aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit Death May Die. Von euch gewünscht, spiele ich Staffel 1, Episode 1, Blasphemische Alchemie. Und als großem Alten stelle ich mich der schwarzen Ziege der Wälder aus der entsprechenden Erweiterung. Die schwarze Ziege kommt mit einem ganzen Rudel ihrer dunklen Jungen und das Szenario bringt als Gegner Kultisten, Feuervampire und Kiakis. Mein Ziel ist es, wie immer bei Death May Die, den großen Alten zu besiegen. In der Episode Blasphemische Alchemie wird dieser erst verwundbar, wenn ich 4 von 5 Laboren, die auf dem Spielfeld verteilt sind, zerstört habe. Das Spiel endet, wenn die schwarze Ziege besiegt wurde und ich verliere, wenn meine Ermittler besiegt wurden oder wenn der große alte Marker auf das letzte Feld wandert. Ich spiele Solo, wobei man standardmäßig 2 Charaktere spielt. Ich habe mich dieses Mal für Schwester Beth und die Kleine entschieden. Die beiden ergänzen sich, finde ich, ganz gut, weil Schwester Beth eher auf Nahkampf orientiert ist und die Kleine auf Fernkampf. Zu Beginn des Spiels ziehe ich für jeden Ermittler eine Krankenakte. Schwester Beth leidet an Amnesie, wodurch sie Ermittlerkarten verliert, wenn sie vollen Stress hat. Die Kleine leidet an Hypochondrie, wodurch sie Stress erleidet, wenn sie Schaden hat. Ich bestimme zufällig die Zugreihenfolge für den Rest des Spiels und als erstes ist Schwester Beth dran. Ich mache mit ihr eine Bewegungsaktion und darf sie bis zu 3 Felder bewegen. Aus jedem Feld, durch das sie sich bewegt, in dem Gegner sind, nimmt sie diese Gegner einfach mit. Als zweite Aktion attackiert Beth einen der beiden Kultisten. Bei jeder Würfelprobe wirft ein Ermittler immer 3 schwarze Würfel, plus eventuelle Modifikatoren. In diesem Fall ist das der Nahkampfskill, durch den ich einen weiteren grünen Würfel bekomme. Ich erwürfle 2 Erfolge, das heißt, ich mache 2 Schadenspunkte. Die Kultisten haben nur 2 Lebenspunkte, das heißt, der erste wird entfernt. Als dritte Aktion attackiere ich noch den letzten Kultisten. Ich würfle 1 Erfolg und 1 Wahnsinn. Durch das Wahnsinnsergebnis sinkt meine geistige Gesundheit um 1, aber durch meinen Neurotisch-Skill zählt das Wahnsinnsergebnis auch als Erfolg. Das heißt, auch der zweite Kultist fällt. Als zweiten Schritt jedes Zuges muss ich eine Mythos-Karte ziehen. Diese sind aus den Karten des Szenarios und des großen Alten zusammengesetzt. Ich ziehe aus dem Buch des Aibon. Und da weniger als 3 dunkle Junge auf dem Feld sind, muss ich jetzt 1 bei einem meiner Ermittler platzieren. Ich entscheide mich für die Kleine, weil Gegner nur Ermittler attackieren, deren Zug gerade ist. Als nächstes kommt die Kämpfen- oder Ermitteln-Phase. Und da Schwester Beth sich in einem Feld ohne Gegner befindet, darf sie ermitteln. Das heißt, ich darf eine Ermittlungskarte ziehen und mich für eines der beiden Ergebnisse entscheiden. Ich ziehe die wilde Studentin und entscheide mich dafür, die 2 Stresspunkte zu nehmen, um sie mitzunehmen. Sie gibt mir einen extra Lebenspunkt und den Nahkampfskill, der mir in diesem Fall aber nichts bringt, weil ich ihn schon habe. Als nächstes ist die Kleine dran und bewegt sich erstmal 3 Felder in das Feld mit dem blauen Portal. Sie nimmt dabei das dunkle Junge und den Einkultisten mit. Außerdem hat sie ein Feld mit einem Feuermarker verlassen. Daher bekommt sie einen Feuermarker. Als zweite Aktion attackiert sie das dunkle Junge. Sie wirft nur 3 schwarze Würfel und wirft 2 Erfolge und ein Arkansymbol. Und dank ihrer Fähigkeit Arkanes Wissen kann sie das Arkansymbol als Erfolg zählen. Das dunkle Junge hat nur 3 Lebenspunkte und stirbt. Was gut ist, denn wenn ein dunkles Junges eine Attacke überlebt, wird direkt ein weiteres beschworen. Als zweite Aktion attackiere ich den Kultisten. Ich lande wieder 2 Erfolge und der Kultist stirbt. Ich ziehe eine Mythoskarte und ziehe Chaos im Labor. Dadurch bewegt sich der Biaki auf das nächste Feld mit einem Labor. Und der Feuervampir ebenfalls. Und weil die Karte das große alte Symbol hat, muss ich sie zur Seite legen. Ich stehe in einem sicheren Feld, daher darf ich eine Ermittlerkarte ziehen und habe dieses Mal nur eine Option.
Ich nehme die Medizin, wodurch ich die Kleine oder andere Ermittler heilen kann. Jetzt muss ich pro Feuermarker auf der Kleinen einen schwarzen Würfel werfen. Ich werfe ein Wahnsinnsergebnis, das heißt, ich erleide keinen Schaden, aber verliere einen Punkt geistige Gesundheit. Und der Feuermarker wird entfernt. Schwester Beth bewegt sich ins nächste Feld mit dem Kultisten und dem Labor und bekommt dafür einen Feuermarker. Und dann attackiert sie den Kultisten. Ich lande 2 Treffer und töte den Kultisten. Und dann benutze ich die szenariospezifische Aktion Ausrüstung zerstören, um das Labor anzugreifen. Das zählt nicht als Attacke, daher kriege ich keinen extra grünen Würfel durch den Nahkampfskill. Ich würfle aber trotzdem ziemlich gut, mit 3 Erfolgen und einem Wahnsinnsergebnis, das ich auch als Erfolg zählen darf. Jedes Labor hat 4 Lebenspunkte und damit ist dieses zerstört. Jetzt muss ich schauen, was der Effekt ist. Es ist alles zerstört, wodurch Beth sämtlichen Stress abbaut. Und natürlich verliere ich durch den Würfelwurf noch einen Punkt geistige Gesundheit. Meine nächste Mythoskarte ist Dunkles Ritual, wodurch ein Kultist auf jedem Tor beschworen wird, sowie ein dunkles Junges auf dem roten. Der Kultist, der auf dem Feld mit der Kleinen beschworen wurde, verliert durch ihre Tormanipulation-Fähigkeit direkt mal die Hälfte seiner Lebenspunkte. Beth darf wieder ermitteln und ich ziehe den Hilfshausmeister. Hätte ich die Studentin im letzten Zug nicht mitgenommen und damit Gewissensbisse, dann würde ich jetzt einen Stress erleiden. Ich entscheide mich dafür, 2 Stress aufzubauen und das Bleichmittel mitzunehmen. Das ist jetzt noch unnütz, kann aber später in Verbindung mit Ammoniak zu einer mächtigen Bombe umfunktioniert werden. Ich würfle noch für den Feuermarker und würde einen Schaden erleiden, allerdings darf Beth durch ihre Zähregel den Wurf wiederholen. Was aber leider irgendwie alles noch schlimmer macht. Ich bekomme eine Wunde und verliere einen Punkt geistige Gesundheit. Die Kleine ist wieder dran und attackiert den Kultisten. Sie landet 2 Erfolge und schaltet ihn aus. Dann verwendet sie ihre Fernkampffähigkeit, um den Kultisten im angrenzenden Feld anzugreifen. Sie landet 3 Erfolge, aber auch 2 Wahnsinnsergebnisse. Damit verliert sie 2 geistige Gesundheit und der Kultist explodiert. Als letztes bewegt sie sich noch ins angrenzende Feld. Ich ziehe die Mythoskarte Dunkler Schlag und damit das dritte große alte Symbol. Das dunkle Junge bewegt sich dadurch 2 Felder auf die Kleine zu und bleibt in ihrem Feld stehen. Außerdem wird ein weiteres dunkles Junges am gelben Portal beschworen und verliert durch die Tormanipulation der Kleinen gleich mal 2 Lebenspunkte. In der Ermitteln- oder Kämpfenphase attackieren jetzt beide dunkle Jungen die Kleine. Die erste Attacke verursacht keinen Schaden und die zweite ebenfalls nicht. Da 3 große alte Karten im Spiel sind, rückt die schwarze Ziege jetzt ein Feld vor. Das löst den Vorrückeneffekt der schwarzen Ziege aus, wodurch ein weiteres dunkles Junges beschworen wird, das durch die Portalmanipulationsregel 2 Schadenspunkte kriegt und dann jede Figur in meinem Feld 1 Schadenspunkt erleidet. Das heißt, die Kleine bekommt eine Wunde, das angeschlagene dunkle Junge stirbt und das gerade erst beschworene dunkle Junge ebenfalls. Außerdem wird noch der Vorrückeneffekt des Szenarios ausgelöst, wodurch die Kultisten in Feldern, wo noch kein Feuer ist, Feuer legen. Abschließend werden alle Mythos-Karten wieder zu einem neuen Kartenstapel zusammengemischt. Schwester Beth bewegt sich in das nächste Feld mit einem Labor und nimmt dabei das dunkle Junge aus dem Feld der Kleinen mit. Dann attackiert sie das dunkle Junge und besiegt es ziemlich souverän. Sie verliert 2 geistige Gesundheit, allerdings erreicht sie einen roten Punkt, wodurch sie stoppt. Ihre Amnesie wird ausgelöst, wodurch sie einen Stress aufbaut. Außerdem darf ich einen Skill aufleveln und ich entscheide mich für den Zäh-Skill. Dadurch kann sie einen Schaden und einen geistigen Gesundheitsverlust durch Feuer oder eine Attacke ignorieren. Als nächstes attackiert sie den Kultist und auch dieser wird zerschmettert. Dieses Mal verliert Beth 3 geistige Gesundheit. Meine Mythoskarte ist Herr des Waldes, was dieses Mal keine Auswirkungen hat. Ich darf ermitteln und ziehe den Hausmeister. Ich nehme nochmal einen Stress und rüste das Ammoniak aus. Damit habe ich jetzt eine mächtige Bombe, die einmal in einem angrenzenden Feld oder meinem eigenen 6 Schaden an allen Figuren verursachen kann. Die Kleine bewegt sich als erstes in das Feld mit dem Biaki und dem Labor. Und dann attackiert sie das Monster.
Ich würde leider gar nichts treffen und nur Wahnsinn aufbauen. Daher gebe ich 3 Stress aus, um alle Würfel neu zu werfen. Und dieses Mal sieht das Ergebnis deutlich besser aus. Der Bia-Key wird ausgeschaltet und ich verliere 1 Punkt geistige Gesundheit, was meinen Wahnsinn auslöst. Durch die Hypochondrie verliere ich 1 Stresspunkt für jede Wunde, die die Kleine hat. Ich levele meinen Fernkampfskill auf und bekomme jetzt +2 Würfel für Attacken in angrenzenden Feldern. Und dann versucht die Kleine noch das Labor zu zerstören. Ich verursache 2 Schadenspunkte und verliere 2 Punkte geistige Gesundheit. Ich ziehe die Mythoskarte Feuersbrunst und lege einen neuen Feuermarker in das Feld der Kleinen und alle angrenzenden Felder. Dann ermittle ich noch und ziehe den rasenden Studenten. Ich nehme die geforderte 1 Wunde und rüste die Pistole aus, durch die die Kleine durch ihren Fernkampfskill jetzt nochmal 2 extra grüne Würfel bei Attacken wirft. Schwester Beth versucht das Labor zu zerstören. Sie wirft einen Wahnsinn, der bei ihr auch als Erfolg gilt, und schafft es damit auf ihre nächste Wahnsinnsstufe. Ab jetzt bekommt sie für alle Proben 1 grünen Würfel extra. Sie hat maximalen Stress, daher muss ich jetzt 1 Ermittlerkarte von ihr ablegen. Und Schwester Beth vergisst irgendwo die arme wilde Studentin. Und dann baut sie ihren kompletten Stress wieder ab. Ich levele den Nahkampfskill auf und kann Schaden jetzt auf mehrere Gegner im selben Feld verteilen. Dann versucht Beth ein weiteres Mal das Labor zu zerstören. Dieses Mal schaffe ich 2 Erfolge. Ich kaufe mir für 1 Stress einen Wiederholungswurf und schaffe einen weiteren Erfolg. Dadurch wird das Labor zerstört. Der Effekt ist ein Inferno, wodurch in Beths Feld und allen angrenzenden Feldern ein Feuermarker platziert wird. Als letztes macht Beth noch die Feuerlöschen-Spezialaktion. Dafür macht sie eine reguläre Probe, entfernt so viele Feuermarker, wie sie Erfolge hatte, und verliert 2 geistige Gesundheit. Als Mythoskarte ziehe ich Feuervampir. Der Feuervampir auf dem Feld wird 2 Felder auf Beth zubewegt und legt dann einmal Feuer. Und außerdem wird ein weiterer Feuervampir im blauen Feld beschworen. Ich ermittle einmal und finde einen verschlossenen Schrank. Und ich kann jetzt 3 Wunden erleiden, um das Amulett von Nagahal an mich zu nehmen. Und das mache ich auch und Beth hat noch 1 Lebenspunkt übrig. Mit dem Amulett kann ich Feuerschaden, den ich erleiden würde, auf einen Gegner im selben Feld umleiten. Die Kleine ist dran und attackiert nochmal das Labor. Sie schafft 3 Erfolge und verliert 2 geistige Gesundheit, wodurch sie einen grünen Würfel bekommt und ihren Wahnsinn auslöst. Sie kann keinen weiteren Stress aufbauen und levelt den Tormanipulationsskill auf. Dadurch gilt dieser jetzt auch, wenn sie ein Feld von einem Tor entfernt steht. Das Labor wird zerstört und es ist ein weiteres Inferno. So langsam wird es hier ganz schön heiß in der Hütte. Als nächstes bewegt sich die Kleine todesmutig durch das Feuer 3 Felder zum Feld mit Schwester Beth. Dabei sammelt sie insgesamt 6 Feuermarker auf und den Feuervampir nimmt sie auch gleich mit. Dann legt sie als freie Aktion ihre Medizin ab und heilt damit Schwester Beth wieder auf volle Lebenspunkte. Und als dritte Aktion macht sie eine Tauschenaktion und nimmt das Amulett von Nagahal von Schwester Beth an sich. Ich denke mal, ihr seht, was mein Plan ist. Erstmal muss ich aber eine Mythoskarte ziehen. Und ich ziehe verrückte Kultisten. Die überlebenden Kultisten bewegen sich auf mich zu. Und am gelben Portal wird ein Kultist beschworen, der durch meine aufgelevelte Tormanipulationsfähigkeit gleich 1 Schaden bekommt. Als nächstes attackiert der Feuervampir die Kleine und legt dabei gleich einmal Feuer. Ich habe Glück und er verursacht nur 1 Punkt Schaden. Jetzt kommt der Feuerschaden und ich muss jetzt insgesamt 6 schwarze Würfel werfen. Aber denkt dran, den Schaden kann ich auf den Feuervampir umleiten. Das ergibt einmal 2 Schaden und 1 Verlust an geistiger Gesundheit. Und dann nochmal 2 Schaden, weil ich Arcanes Wissen bei jeder Probe einsetzen darf. Der Feuervampir hatte nur 4 Lebenspunkte und verbrennt. Es sind wieder 3 große alte Symbole im Spiel.
und die schwarze Ziege wandert ein Feld weiter. Es wird ein dunkles Junges beschworen, das sich selbst und meinen Ermittlern einen Schadenspunkt zufügt. Schwester Beth bewegt sich ins Untergeschoss und nimmt dabei das dunkle Junge und einen Kultisten mit. Außerdem bekommt sie drei Feuermarker. Sie attackiert einmal in die Runde und landet zwei Erfolge. Das reicht aus, um das dunkle Junge zu besiegen. Dann attackiert sie ein weiteres Mal und landet insgesamt drei Erfolge, weil sie nur ein Wahnsinnssymbol als Erfolg verwenden darf. Ich verwende einen Stress, um einen Würfel neu zu werfen und schaffe noch einen weiteren Erfolg. Dadurch werden zwei Kultisten getötet und ich komme auf das nächste Wahnsinnslevel. Die übrigen Wahnsinnspunkte verfallen dadurch. Beth baut wieder einen Stress auf und ich levele den Neurotisch-Skill auf, wodurch ich jetzt alle Wahnsinnsergebnisse als Erfolge zählen darf. Als Mythoskarte ziehe ich erneut verrückte Kultisten. Der eine überlebende Kultist ist schon in meinem Feld, das heißt, es wird nur ein neuer am gelben Portal beschworen, der einen Schadenspunkt erleidet. Der überlebende Kultist attackiert Schwester Beth, verursacht aber keinen Schaden. Ich würfle noch für das Feuer, das hat aber auch keinen Effekt. Die Kleine macht als erstes eine Ausruhen-Aktion. Sie kann dadurch entweder drei Stress oder drei Wunden heilen und ich entscheide mich für drei Wunden. Dann schließt sie sich Schwester Beth im Untergeschoss an. Sie bringt dabei einen Kultisten mit und bekommt drei Feuermarker. Als letztes attackiert sie noch einen Kultisten. Und sie trifft mehr als oft genug, um den Kultisten zu besiegen. Die Mythoskarte ist mal wieder ein Feuervampir. Der Überlebende bewegt sich ein Feld weiter und legt Feuer. Und es wird direkt ein weiterer am gelben Portal beschworen, der, weil die Kleine angrenzend steht, zwei Schadenspunkte erleidet. Der Kultist attackiert noch die Kleine und verursacht einen Schadenspunkt. Das Feuer würde ebenfalls einen Schadenspunkt verursachen, den ich auf den Kultisten umleite und ihn damit verbrenne. Und die Kleine verliert noch einen Punkt geistige Gesundheit. Schwester Beth ist wieder dran und verwendet jetzt ihre Ammoniak-Bleichmittelbombe als freie Aktion. Sie wirft sie die Treppe hoch und sprengt damit beide Feuervampire. Dann bewegt sie sich in das Feld mit dem Labor und versucht es zu zerstören. Sie schafft einen Erfolg und ich kaufe einen Wiederholungswurf und mache drei Erfolge draus. Und verliere einen Punkt geistige Gesundheit. Dann versuche ich es gleich nochmal, lande zwei Erfolge und zerstöre damit das vierte Labor. Ich könnte damit Gegnern Schaden zufügen, aber es sind keine im Umkreis. Ich ziehe eine Mythoskarte und ziehe Waldschreck. Meine beiden Ermittler erleiden dadurch eine Wunde. Ich ermittle einmal und ziehe Gerümpel. Allerdings kann ich den Messbecher nicht aufnehmen, weil ich keinen Stress mehr übrig habe. Damit sind wir in der Endphase angekommen und ich habe jetzt 4 von 5 Laboren zerstört. Das heißt, das Ritual ist unterbrochen. Als Konsequenz wird jetzt die oberste Karte der schwarzen Ziege zur Seite gelegt und eine zweite Stufe beginnt. Die schwarze Ziege der Wälder wird im Feld von Schwester Beth beschworen. Diese Stufe hat 12 Lebenspunkte und muss besiegt werden, bevor die nächste Stufe aktiviert wird. Die Effekte und Angriffswürfe der vorherigen Stufen bleiben allerdings bis zum Schluss aktiv. Zu allem Übel sind natürlich auch gleichzeitig noch drei große alte Symbole im Spiel. Das heißt, der große alte Marker wandert weiter und es wird ein dunkles Junges beschworen, das sich selbst und Schwester Beth einen Schadenspunkt zufügt. Eigentlich auch der schwarzen Ziege, allerdings kommt dieser Schritt eigentlich normalerweise vor der Beschwörung des großen alten, daher bekommt die schwarze Ziege dieses Mal keinen Schaden. Ich muss noch für Beths Feuer würfeln und werfe einen Wahnsinn, den sie dank ihrer Zähregel ignoriert. Die Kleine ist wieder dran und sie wechselt jetzt in den Super Saiyajin-Modus und feuert in das angrenzende Feld auf die schwarze Ziege. Zu ihren drei Grundwürfeln bekommt sie einen Würfel für ihren Wahnsinn, zwei Würfel für den Fernkampfskill und zwei Würfel für die Pistole. Die Attacke verursacht schon mal 6 Punkte Schaden und bringt die Kleine auf die nächste Wahnsinnsstufe. Sie kann keinen weiteren Stress aufbauen und ich levele ihr arkanes Wissen auf,
damit sie ab jetzt alle Arkan-Symbole als Erfolge zählen kann. Dann feuert sie ein zweites Mal auf die Ziege und sie verursacht erneut 6 Punkte Schaden. Das reicht aus, um Stufe 2 zu besiegen und Stufe 3 wird aufgedeckt, die erneut 12 Lebenspunkte hat. Ich handle den Aufdecken-Effekt ab, wodurch die schwarze Ziege zum gelben Portal bewegt wird. Und auf jedem Tor wird ein dunkles Junges beschworen. Eines der Jungen bekommt durch meine Tormanipulation 2 Schadenspunkte. Und dann feuert die Kleine noch direkt ein drittes Mal auf die schwarze Ziege. Dieses Mal schafft sie es sogar, 7 Punkte Schaden zu verursachen. Ich ziehe eine Mythoskarte und ziehe wieder Chaos im Labor. Das heißt, die schwarze Ziege und jedes Monster auf dem Feld bewegt sich auf das nächste nicht zerstörte Labor zu. Und da gibt's nur noch eins. Das hat natürlich zur Folge, dass die schwarze Ziege in einem Feld mit der Kleinen landet. Und in der folgenden Kämpfen- oder Ermittelnphase attackiert die Ziege dann auch die Kleine. Sie addiert dabei die Würfel von allen aufgedeckten Stufenkarten. Und wenig überraschend verursacht sie genug Schaden, um die Kleine auszuschalten. Sie hat tapfer gekämpft, bis zum Schluss. Normalerweise wäre das Spiel damit verloren, da aber der große Alte schon auf dem Feld ist, geht es bis zum bitteren Ende weiter. Am Ende des Zuges wird noch der Stufe 3-Effekt der Ziege ausgelöst. Alle Figuren im Feld der Ziege oder in angrenzenden Feldern bekommen einen Schadenspunkt. Dadurch erleidet Beth eine Wunde und eigentlich wären dadurch auch die Ziege selbst und die dunklen Jungen betroffen. Das habe ich aber in diesem einen Zug leider vergessen. Beth ist jetzt auf sich allein gestellt und macht erstmal eine Ausruhenaktion. Weil, warum nicht? Es steht ja nur alles in Flammen und sie ist von Tentakelmonstern umzingelt. Ganz normaler Tag also. Dann bewegt sie sich in das Feld mit der schwarzen Ziege, bekommt dadurch einen Feuermarker und attackiert den großen Alten. Und sie schafft es tatsächlich, ihm 5 Schadenspunkte zuzufügen. Damit ist mein Fehler vom letzten Zug zum Glück ausgeglichen. Denn Stufe 3 ist damit besiegt und die letzte Stufe wird aktiviert. Die schwarze Ziege zieht sich jetzt zum blauen Portal zurück, was jetzt eine ziemlich enge Geschichte wird. Denn sie versammelt jetzt sämtliche dunklen Jungen auf dem Spielfeld in ihrem eigenen Feld. Was für mich enorm schlecht ist, weil sie nämlich auf der letzten Stufe keinen Schaden erleiden kann, solange sich Monster oder Kultisten in ihrem Feld befinden. Ich muss natürlich wieder eine Mythoskarte ziehen, die zum Glück keine Auswirkung hat. Dann darf ich eine Ermittlerkarte ziehen und nehme die Labornotizen an mich, die mich stärker machen, wenn ich einen Begleiter habe. Das ist aktuell noch nicht der Fall, kann sich ja aber ändern. Das Feuer verpufft ohne Wirkung. Ich nutze die kurze Verschnaufpause und lasse Schwester Beth 3 Ausruhenaktionen machen. Damit heile ich ihre Lebenspunkte und ihren Stress wieder komplett hoch. Als Mythoskarte ziehe ich aus dem Buch des Ibon. Dadurch bewegen sich 2 dunkle Junge auf mein Feld. Und ich nehme jetzt einfach mal die schon Schaden haben. Die beiden attackieren mich auch gleich. Die erste Attacke verursacht 1 Schaden, weil ich einen davon ignorieren darf. Und die zweite würde ebenfalls 1 Schaden verursachen. Und ich gebe 2 Stress aus, um beide zu wiederholen. Und erleide keinen Schaden. Und jetzt verstehe ich endlich den Ende des Zuges-Effekt der schwarzen Ziege komplett und füge den 2 dunklen Jungen 1 Schadenspunkt zu. Die schwarze Ziege selbst kann durch die Anwesenheit der Jungen keinen Schaden erleiden. Schwester Beth hat langsam wirklich die Schnauze voll und attackiert die beiden dunklen Jungen. Sie verursacht insgesamt 4 Punkte Schaden, verliert 1 Punkt geistige Gesundheit und tötet beide dunkle Jungen. Und dann ruht sie sich noch 2-mal aus. Die Mythoskarte ergibt eine Feuersbrunst und es gibt wieder Feuermarker fürs eigene Feld und alle angrenzenden. Ich ziehe wieder eine Ermittlungskarte und ziehe böse Absichten. Ich nehme 2 Stress und nehme den Messbecher, mit dem ich Feuermarker in einem Feld zum Schaden verursachen verwenden kann. Die schwarze Ziege fügt ihren Jungen wieder jeweils 1 Schadenspunkt zu. Schwester Beth bewegt sich die Treppen hinauf ins nächste Stockwerk. Dabei nimmt sie 2 Feuermarker mit. Dann macht sie eine Feuerlöschaktion und schafft es mit 4 Erfolgen,
alle Brände zu löschen. Außerdem steigt sie auf die nächste Wahnsinnsstufe auf. Dadurch bekommt sie wieder einen Stress durch ihre Amnesie. Und ich levele zäh auf, damit ich Schaden aus allen Quellen ignorieren kann. Und als letztes ruht sich Beth noch einmal aus. Sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Als Mythoskarte ziehe ich Biaki. Und es wird ein Biaki für mich relativ ungefährlich am roten Portal platziert. Ich ziehe noch eine Ermittlerkarte und finde Käfige. Und natürlich nehme ich den einhändigen Laboraffen mit. Seine Spezialfähigkeit ist mir eigentlich ziemlich egal. Aber durch ihn bekomme ich jetzt die zwei extra Würfel durch die Labornotizen. Es sind wieder drei große alte Symbole im Spiel, wodurch ein dunkles Junges beschworen wird, das sich selbst und Schwester Beth einen Schadenspunkt zufügt. Dann tötet die schwarze Ziege mit ihrem Ende des Zuges-Effektes die zwei dunklen Jungen in ihrem Feld und fügt dem dunklen Jungen in meinem Feld ebenfalls einen Schaden zu. Beth ignoriert den Schaden durch ihre Zähigkeit. Ich würfle noch für das Feuer. Und auch hier siegt Beths Zähigkeit. Das dunkle Junge muss auf jeden Fall weg, daher wird es von Beth attackiert. Sie ist jetzt ebenfalls im maximalen Power-Modus und verursacht genug Schaden, um das dunkle Junge zu besiegen. Und sie verliert noch 2 Punkte geistige Gesundheit. Leute, das wird ziemlich knapp. Beth bewegt sich in das Feld mit der schwarzen Ziege und attackiert sie. Mit einem gewaltigen Schlag verursacht sie insgesamt 8 Punkte Schaden. Die schwarze Ziege hat damit noch 4 Lebenspunkte. Und Beth ist auf der vorletzten Wahnsinnsstufe angekommen. Sie bekommt nochmal einen Stress durch die Amnesie und ich levele Zähigkeit auf Maximum, damit ich 2 Wunden ignorieren kann. Schweißgebadet ziehe ich die nächste Mythoskarte und ziehe Dunkles Ritual. Es wird ein Kultist an jedem Tor beschworen und noch ein dunkles Junges am roten. Das hätte deutlich schlimmer kommen können. Der Kultist attackiert Beth, verursacht aber keinen Schaden. Die schwarze Ziege attackiert ebenfalls und schafft nur 3 Erfolge, von denen 2 durch meine Zähigkeit ignoriert werden. Das heißt, Beth erleidet nur einen einzigen Punkt Schaden. Am Ende des Zuges verteilt die Ziege noch ein paar Schadenspunkte auf die Kultisten. Bevor die schwarze Ziege besiegt werden kann, muss der eine Kultist noch fallen. Daher wird der zuerst attackiert. Und wenig verwunderlich wird er in kleine Scheibchen geschnitten. Und das ohne, dass Beth geistige Gesundheit verliert. Jetzt ist die schwarze Ziege wieder verwundbar und mit einem Stoßgebet auf den Lippen stürzt sich Beth auf das finstere Ungetüm. Ihre Gebete wurden von wem auch immer erhört. Die Attacke verursacht 5 Punkte Schaden und damit ist auch die letzte Stufe der schwarzen Ziege besiegt und der große Alte wurde für dieses Mal verbannt. Gutes Spiel, Tobi! Yes! Ich kann doch würfeln. Habt das gesehen? Ich habe jeden Würfelwurf gezeigt. Und alter Schwede, haben mich die Würfel bei diesem Spiel gerettet. Huiuiuiui. Und ich werde jetzt gar nicht so wahnsinnig viel sagen zu dem Spiel. Aber Alter, ist es gut. Ist das Spiel gut? Also für mich persönlich ist das gerade so, boah, das ist so auf so einem perfekten Sweet Spot, finde ich, zwischen sehr bier- und brezelig und sehr actiongeladen und halt sehr viel so, okay, wir besiegen ein paar Monster und werfen ein paar Würfel und trotzdem einen, finde ich persönlich, taktisch extrem anspruchsvollen Spiel. Es hat sehr viel Zufallselemente drin, habt ihr ja gesehen. Also die Mythoskarten, die können einem auch richtig, richtig mal irgendwie eins auswischen. Sie können auch mal nicht so viel Auswirkungen haben, aber das gehört da irgendwie auch ein bisschen dazu. Und man muss sich auch so ein bisschen drauf einlassen. Und auf der anderen Seite kann man halt wirklich diese ganzen kleinen Elemente, die das Spiel hat, so wunderbar miteinander kombinieren und einsetzen. So wie zum Beispiel die Ermittlerkarten. Ihr habt ja gesehen, ich bin da richtig stolz drauf, dass ich auf diese coole kleine Kombination gekommen bin, dass ich zuerst mal meine Beth geheilt habe, dann habe ich von Beth das Medaillon genommen und mit dem Medaillon dann das Feuer umgeleitet auf den Feuervampir. Da bin ich davor gesessen, das war wie so eine kleine Schachpartie in dem Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt diese Situation und die könnte super schnell nach hinten losgehen, weil einfach ein, zwei Schadenspunkte mehr und das Spiel wäre gelaufen gewesen. Weil wenn in dem Moment eine von den Ermittlern stirbt, dann ist das Spiel vorbei. Und
ich habe es halt noch gedreht gekriegt. Und das hat mich so gefreut in dem Moment, dass ich diesen Punkt erkannt habe, dass ich die richtige Kombination hatte. Aber es war natürlich auch davon abhängig, dass ich die richtigen Sachen auf der Hand hatte, die richtigen Karten auf der Hand hatte und in den richtigen Momenten auch die richtigen Würfelergebnisse hatte. Aber es ist halt trotzdem, man kann an so vielen Punkten irgendwie so ein bisschen auch manipulieren, was wie passiert. Man hat die Stresspunkte, mit denen man manipulieren kann, wann man bestimmte Ergebnisse gerne haben will und man nicht. Da muss man natürlich auch sehr gut mit haushalten, hat man ja gemerkt. Hier und da hätte ich sie auch gut brauchen können und hatte sie nicht mehr. Dann muss man immer gucken, okay, wann lohnt sich's denn jetzt, die Wahnsinnspunkte, also diese geistigen Gesundheitspunkte zu nehmen? Und wann sollte ich da dann vielleicht mal neu würfeln oder so? Man muss sich auch bei jedem Würfelwurf, den man macht, vor Augen führen, dass es bedeuten kann, dass dieser Tracker steigt. Und ich finde, es ist allein diese Leiste, diese Wahnsinnsleiste, das ist so eine geniale kleine Mechanik, weil die gleichzeitig den Level-Up bedeutet. Das heißt, man wird stärker. Gleichzeitig sollte man gucken, dass man nicht zu schnell nach oben schießt, weil ihr habt ja gesehen am Schluss, das war wirklich um Haaresbreite. Hätte ich bei dieser einen Attacke gegen den Kultisten auch nur einen Wahnsinnspunkt gekriegt, dann wäre ich quasi gleichzeitig, während ich die schwarze Ziege besiegt habe, wäre ich dann gestorben, weil ich dann genau auch auf diesen Fail-Marker draufgekommen wäre. Ich glaube, dann hätte ich trotzdem gewonnen, aber man hat dann gesehen, wie unfassbar knapp das jetzt am Schluss war. Und es ist einfach, also ich könnte da jetzt ewig, ewig lang drüber schwadronieren, aber ich glaube und ich hoffe, ihr habt vielleicht aus dem Spiel gesehen, was da an Potenzial drin steckt. Und bedenkt wirklich, dass das wirklich nur ein Szenario war und ein großer Alter. Und die schwarze Ziege ist jetzt ein erweiterungsgroßer Alter, aber Cthulhu und Hastur aus der Grundbox sind genauso interessant. Cthulhu hat halt noch ein bisschen mehr dieses eine Sternengezücht oder wie auch immer dieses Viech heißt. Also der hat ein so ein großes Monster, das rumläuft und nicht so ganz viele kleine, wie eben die schwarze Ziege. Und Hastur beschwört halt Millionen von Kultisten. Das ist auch echt lustig. Der hat sogar noch eigene Kultisten mit in der Box dabei. Und das heißt, die spielen sich dann auch wieder ganz anders, haben andere Seiteneffekte, haben andere Stufen, die man durchlaufen muss und so. Und die unterschiedlichen Szenarios, ich habe mir die noch gar nicht alle angeguckt, aber ich bin jetzt mega gespannt drauf, wie die sich alle spielen und was die wieder für eigene Gimmicks haben. Und in diesem Fall hat man ja gesehen, also da war Feuer, war definitiv Programm, dass alles in Flammen steht, die ganze Zeit. Und ich finde das Spiel einfach, es ist von der Stimmung, von der Atmosphäre so lustig. Einfach so lustig. Es ist definitiv, finde ich, kein wirkliches Horrorspiel. Also es ist jetzt kein Willen des Wahnsinns und kein Nemesis oder sowas, wo man irgendwie permanent sich irgendwie ausgeliefert fühlt und einfach den Horror irgendwie ertragen muss, sondern es ist halt einfach dieses völlig absurde Actionspektakel, so fast so ein bisschen was wie From Dusk Till Dawn oder sowas. Also dieses mit diesem Augenzwinkern und einfach bloß Action pur, aber gleichzeitig auch nicht so stupide Action. Also es ist nicht einfach nur Würfel werfen und gucken, was passiert, sondern man muss sich wirklich überlegen, was man wie wann macht. Und ich finde es dann auch in der Hinsicht auch deutlich überlegen zu so Spielen wie Zombicide. Weil ich habe das auch in den Kommentaren gelesen, hat es einer geschrieben, würde ich durchaus zustimmen, dass es quasi so eine Art Zombicide Plus ist. Und ich würde es aber eher so Zombicide Plus 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 nennen, weil es wirklich genau das macht, was ich mir eigentlich von Zombicide erwünschen würde, weil es wirklich den Anspruch hat, dass man nachdenken muss beim Spiel und es hat diesen wahnsinnig coolen Spannungsbogen, den man bei Zombies halt einfach nicht immer hat, weil da auch sehr viel vom Zufall abhängig ist, aber hier ist es halt wirklich, es bewegt sich immer alles auf diesen großen Endfight, diesen großen Bossfight mit dem großen Alten zu und diesen Punkt, den erreicht man vielleicht nicht immer, so wie ich das jetzt erreicht habe. Ich habe auch schon von einigen Leuten gehört, dass sie auch mal gerne sterben, bevor der große Alte erscheint. Aber dann hat man noch nicht lange gespielt, dann kann man vielleicht direkt die nächste Runde spielen. Und es ist auf jeden Fall ein bockelhartes Spiel. Und das muss auch sein. Also ein kooperatives Spiel muss schwierig sein, finde ich. Weil wenn man irgendwie alle 6 Episoden irgendwie so in einem Aufwasch durchmacht und jedes Mal gewinnt, dann hat das Spiel, finde ich, irgendwie was falsch gemacht. Oder man ist wirklich absolut krass genialer Spieler. Das kann natürlich auch sein, aber es kommt, glaube ich, nicht so oft vor. Aber in dem Fall, also ich habe das Gefühl und es basiert jetzt auf 2 Matches, die ich gespielt habe bisher. Und die beiden Matches sind sehr ähnlich verlaufen. Beim ersten Spiel habe ich definitiv verloren und zwar richtig hart verloren. Beim zweiten Mal habe ich jetzt halt auch schon einiges gelernt gehabt aus dem ersten Match, was ich gespielt habe.
Und so soll es auch sein. Also man soll tatsächlich diesen Lerneffekt haben, finde ich, wie man welche Gegner angehen kann, welche Szenarien angehen kann, welche großen Alten angehen kann. Aber es soll einem auch nicht zu leicht fallen. Und das ist hier definitiv gegeben. Und ich habe auch schon von einigen Leuten, die das Spiel schon länger haben, gehört, dass es bei ihnen auch meistens so ist, dass sie verlieren, aber auch mal gewinnen. Und das ist genau das, was man natürlich gerne haben will bei dem Ganzen. Also, ja, was soll ich sagen? Es ist ein absolut großartiges Spiel. Und ich habe da wahnsinnig viel Spaß dran gehabt und ich habe wirklich beim Spielen, das sieht man leider nicht, aber ich habe wirklich an vielen Stellen bis über beide Ohren gegrinst und auch diese ganzen dummen Situationen, die sich da ergeben haben, irgendwie, dass ich die Kleine irgendwie zu so einem super krassen Fernkampfmonster hochgezüchtet habe, das halt einmal irgendwie so einen kompletten Feuerstoß durchkanalisiert hat durch dieses Amulett und damit den Feuervampir weggebrezelt hat und danach dann wirklich mit diesen drei Attacken einfach mal so eine komplette Stufe von dem großen Alten weggebrannt hat, bevor sie besiegt worden ist. Und dass dann halt die Schwester Beth so ein bisschen gemächlicher rangegangen ist an das Ganze und dann halt erstmal so, oh, erstmal ein bisschen Luft holen, so, oh, ist das stressig hier. Und dann weiter die Treppe hoch und gleich wieder, oh, die Treppe, das war aber anstrengend. Und dann halt trotzdem noch die schwarze Ziege besiegt. Also, das ist auch so ein Spiel, das zeichnet halt Bilder im Kopf und bildet Szenen im Kopf, die man dann irgendwie sich vorstellt. Und es hat so viel Spaß gemacht irgendwie. Und ich bin richtig, richtig angezündet von diesem Spiel, muss ich echt sagen. Ja. Also von meiner Seite auf jeden Fall, wenn ihr nach sowas sucht, also meine Empfehlung für Leute, die wirklich nach einem spaßigen und auch sehr schnellen und eingängigen Spiel suchen, das aber trotzdem nicht ganz stupide ist, also das wirklich trotzdem einiges an Gehirnschmalz braucht, auch damit man gewinnen kann, dann definitiv von mir eine Empfehlung. Wenn ihr jetzt eher so die Komplexität-Monster an Spielen sucht, dann ist es wahrscheinlich jetzt eher nicht so für euch. Also wenn ihr schon so ganz, ganz, ganz fortgeschritten seid und vor allem auch eure Spielergruppe, mit der ihr spielt, vielleicht ganz fortgeschritten ist, dann wird das vielleicht jetzt nicht unbedingt eures sein, aber das habt ihr wahrscheinlich auch ganz gut einschätzen können anhand von dem Spielbericht jetzt eben. Und ja, aber ansonsten, also ich glaube, den allermeisten von euch wird das Spiel definitiv gefallen, wenn ihr es spielt. Und ja, das war jetzt meine Einschätzung zu dem Ganzen. Wie gesagt, das Ganze wurde mir vom Vlado von Big Panda V zugeschickt. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Und das freut mich natürlich jetzt doppelt dreifach, dass ich so ein cooles Spiel hier habe. Und ich werde das definitiv auch noch öfter spielen. Und vor allem finde ich es natürlich auch ganz toll, dass es so wunderbar solo spielbar ist. Das ist wirklich ein ganz, ganz cool solo spielbares Spiel. Ich glaube sogar, es macht sogar fast ein bisschen einfacher, wenn man es alleine spielt, weil man ein bisschen mehr fokussiert so auf die Taktik schauen kann, weil sonst guckt man natürlich primär auf seinen eigenen Charakter und nicht so ganz auf die anderen Charaktere und es ist sehr viel von Kommunikation abhängig, das ist auch wieder interessant, wenn man alleine spielt, dann hat man halt so das ganze Bild vor sich und kann sich da so richtig sein Puzzle zusammensetzen, so wie man das gerne will. Ja, aber auf jeden Fall, der Vlado hat auf jeden Fall nach wie vor einiges vorrätigen Spielen bei sich im Shop. Bei Big Panda V verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung. Also wenn euch das gefallen hat hier, dann erwägt einfach, ob ihr es nicht gerne bei Big Panda V kaufen wollt. Das unterstützt mich dann entsprechend auch, weil es dem Vlado zeigt, dass es sich gelohnt hat, mir das Zeug rüber zu schicken. Aber ihr könnt natürlich selber entscheiden, wo ihr euer Zeug kauft. Das will ich euch auch gar nicht vorschreiben. Ja, das war's jetzt erstmal von mir. Vielen Dank fürs Reinschalten. Wenn es wieder gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, wenn es noch nicht gemacht habt. Und sagt weiter, dass es den Kanal gibt. Das hilft mir am allermeisten. Und wie ihr mich sonst noch unterstützen könnt, zum Beispiel, indem ihr so einen coolen Pulli hier kauft oder so eine Tasse, wie man sie im Spiel gesehen hat. Oder wenn ihr gerne mal ein paar Figuren für mich anmalen wollt, dann findet ihr dazu auch alle Informationen in der Videobeschreibung. So, und jetzt mal schönes Wochenende. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.